So, kann weitergehen. Ich habe ja erstmal vorhin aufgeräumt. 4 Tage mit meinen Kollegen hier in meinem Zimmer, ey. Und hier drin sah es aus wie unter aller Sau. Okay, mein Zimmer ist jetzt auch nicht besonders groß, ne? Aber 4 Tage und zack, hier sah es aus, als wäre ich bei RTL. Ach du, bei deinen Geschichten, die du manchmal loslässt, glaube ich dir, dass du da, dass du sowieso bei RTL arbeitest. Ja, ich bin hier undercover, ne? Von ja, RTL. Ja. Undercover, Assi. Ja. Ich glaube das. Ja, wir wollen ja den guten Ruf von RTL wiederherstellen, ne? Und unsere These widerlegen, dass ihr Gamer alle natürlich einsame, ungewaschene Volltrottel seid. Ja, egal, aber ja. Ich wette, RTL hängt da wirklich seit Jahren dran, dass machen doch lieber irgendwelche Reportagen über irgendwelche Nazi-Kinder, oder? Ja, komm, das Thema Nazis ist ja mittlerweile wieder sehr beliebt, ne, seit dem Thema Flüchtlinge. Ja, da haben sie wieder hier die Nazi-Kinder von irgendeinem Rotzdorf da, wo so eine Straße ist, wo nur Nazis wohnen, haben sie genommen. Haben's wieder aufgerollt, was schon längst wieder wo der eine schon verreckt ist halt und alles und naja, keine Ahnung. Total schwachsinnig und darf erstmal wieder schön eine Stundenreportage drüber rotzen. Ich meine, die hatten damals doch, ich glaube, das war die schlimmste Familie in Deutschland oder so. Ja, aber genau, genau. Der eine war Nazi, der schon. Die waren ja alle Nazis. Ja, und so. Und dann so, ja, was machst du, wenn du mal einen Ausländer siehst, mit Schlafschlau? Ja, und so ein Rotz. Und das haben sie jetzt halt wieder aufgerollt, haben eine neue Reportage drüber gemacht. Jetzt gerade da, weil da Flüchtlingsheim... Bekommen? Nee, weil jetzt gerade gegenüber von deren Straße wird ein Flüchtlingsheim gebaut und... so typisch halt. Wenn da nicht RTL auch seine Finger im Spiel hat. Ja, eben. Dummer Zufall halt, weißt du. Klar, Zufall nennen wir es mal. In so einem Kackdorf, was keiner kennt, Alter. Dann sag ich, keiner kennt, Alter. Und dann, ja, da wird jetzt ein Flüchtlingsheim gebaut. Teleportier dich mal zu mir, wenn nichts weiter gedroppt war. Na, hatte ich jetzt hatte vor. Ich jetzt vor. Teleportation. Ich habe wieder irgendwas Legendary-mäßiges gefunden. Oh, kannst du zwischendurch aufmachen, ich kann dir dann schon während des Laufens sagen, was das ist. Auch so eine Hose. Identifizieren. Tiefenwühler. Ja, kannst du auch erstmal anziehen, solange du noch nicht die Set-Hose hast. Ja, vor allen Dingen, da die mir mehr gibt als, oder zwar nicht insgesamt mehr, aber eben halt Leben, alles steigt. Ne? Ja, es geht darum, die hat ja eine Passive hier, dein Auto-Hit macht halt 100% mehr Schaden, ne? Habe ich auch das schnelle Laufen, nice. Ja, für ein paar Sekunden noch. Ah ja. Hab da durch. So. Und ich lauf. Ich fühle mich stärker. Er ist der eine, der immer läuft.
Aber nur, wenn er alleine ist. Ich habe das Lied mal abgewandelt, weil mir das irgendwie auf den Sack ging und ich das Lied nicht mehr hören konnte. Und irgendwann fiel mir dann so ein, ich so, wie kannst du dir das Lied wieder schmackhaft machen und so, dass du das auch erträglich hast. Ich meine, der Beat ist schon geil, aber irgendwie geht die Alte mir dabei auf den Sack, weil der Text so monoton ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt änderst du den Text mal von die, die immer lacht, in die, die immer kackt. Aber nur, wenn sie nicht auf Toilette ist. Gut. Ich bin voll. Ich gehe mal zurück in die Stadt. Oder noch? Oh, jetzt kommt ja gerade der Boss, da musst du noch hier bleiben. Hab ich gemerkt. Oh, Boss down. So, ich gehe jetzt mal dann eben zurück. Ich muss zurückkehren. Verkauf ein paar Sachen. Crappen. Ja. Ist wichtig, crappen. Ich sag's dir. Irgendwann, wenn du zu wenig gecrappt hast, beißt du dir selber in den Arsch. Okay, hab nichts zu identifizieren. Alles reparieren. So, was haben wir denn hier? Keine Legendary, also alles uninteressant. Wofür ist denn dieses Crappen eigentlich nochmal genau gut? Also du kriegst ja durch Materialien hier, ne? Wiederverwertbare Teile, Arkanstaub, drüber Kristall. Und damit kannst du später Legendaries craften. Also direkt random craften, also das ist ganz wichtig. Da kommen wir aber noch hin. Aber das erkläre ich dann genau, wenn du genug Mats hast. Ich glaub, das ist das erste Spiel, Max, was wir so wirklich zusammen spielen. Oh, ich glaube auch. Ja, das erkläre ich dir dann, wenn du so von jedem von den drei Mats jeweils 1000 hast und von Atem des Todes ungefähr 200. Hm. 250 am besten. Weil dann geht's daran, dir die eine Crafting Bench noch zu besorgen. Da muss man dann kurz um eine Map durchlaufen und dann, ja, und dann kriegst du da diesen komischen NPC dazu wieder. Und da craftet man sich dann halt die Legis direkt. Und im Normalfall sollte man das bestenfalls rauskriegen, was man will. Okay. Weil dann kannst du halt spezifisch, sag ich mal, eine Waffe rollen zum Beispiel. Wenn du jetzt einen Bogen haben willst, es gibt ja nur irgendwie 12, 13 verschiedene Bögen. Ne? Und aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Kadala auf Waffen rollst, kriegst auf Zweihandwaffen, kann es ja sein, dass du eine Armbrust kriegst, sein, dass du ein Schwert kriegst, wie auch immer. Und das ist dann halt da nicht der Fall. Da kriegst du halt wirklich nur random Bögen. Wenn, weil du haust ja als Basis brauchst, packst ja einen Bogen rein. So, jetzt mal eben das Dings hier. Weg mit Blau, weg mit Gelb. Identifizieren, weil ich habe zwei neue Legendary Waffen. Okay, einmal habe ich hier legendärer Kopfschutz. Ja, ich durfte es eigentlich sehen, aber gerade irgendwie nicht so. Warte, guck gerade mal in den Chat rein. Nee, ich glaube, ich habe einen Chat umgeschaltet. Auch ne. Google des Todessehers, kannst du crappen. Und den war der Speer hier, der ist geil. Ja, der ist ganz nice, der ist richtig nice von Anfang. Soll ich den ersetzen, den? Ja. Deinen Bogen ersetzen mit dem Ding. Weil das ist eine Armbrust, eine Einhandarmbrust und jeder Angriff gibt dir halt ein Schild, ne? Und das heißt, du kriegst weniger Damage rein. Oh, ich hab ein Blatt. AI wie im Winter. Ich hab auch ein Legendary Amulett. Oh, das zeig mal her, ne? Sollte ja gut, kann man halt auch erstmal nehmen. Ja, ist jedenfalls besser als das, was ich jetzt gerade hab, ne? Mhm.
ich das auch nochmal. Ich brauche neue Handschuhe. Hatte. So, neue Handschuhe. Ja, brauche ich. Brauche ich. Ja, ja. Ich habe schon verstanden. Ich hab auch meine Best-In-Slot-Handschuhe gerade gekriegt. Auch. Ja, gut gerollt. So, die kann ich auch cutten. Ja, weg damit. Ich kann mal nämlich ein bisschen aufräumen. Sag mal, was ist denn das hier, warte? Shift. Ach, das ist ein Pad, da machst du Rechtsklick drauf. Und jetzt? Unten rechts ein Spiegel. Ha, geil. Drauf. Jetzt haben wir den Gefährten frei. Oder? Ja, ich hätte hier einen Gefährten, den ich anlegen. Ja, machst du Doppelklick drauf. Auf Anlegen. Dann. Und dann habe ich hier noch andere Dinge verfügbar. Wie so Kreise oder sowas. Flügel. Ja, Porträtrahmen halt. Die brauchst du aber nicht. Das habe ich schon cool. Senden, Mann. Der ist nice. Die wollte ich schon beim letzten Mal haben. Ich habe ein paar mehr Pads schon jetzt insgesamt gesammelt in der Season. Ich habe jetzt die Krabbe hier, die du da siehst. Mhm. Oh, das schick mal meine Hunde weg hier. Ja. Mal kurz gucken, ob sich jemand bei mir gemeldet hat. Das sieht lustig aus mit seinen kleinen Beißerchen, das Teil. Ne? Ja, dann habe ich die Spinne hier noch. Und hier. Ist der niedlich, richtig als ich. Ich bin gut. Und dann noch so ein Geist, ja. Der kleine wandelnde Baum. Echt, ey. Er läuft gut. Echt geil. Ich bin gut. Ja, da gibt es jetzt irgendwie 12 verschiedene Pets, die du in der Season, glaube ich, farmen kannst. Aber da musst du halt Glück haben mit so einem Goblin. Wir hatten vorhin so einen. Goblin, der lässt halt immer nur so ein Pet droppen. Hm. Warum hat's? Der lässt halt immer einen Pet droppen. Hier so ein komisches Pet, da hast du so eine Zombie-Tuss hinter dir näher laufen. Oh, lecker. Mit der würde ich gern was anfangen. Der hat riesen Klubschaugen. Ja? Anime-Style so. Ja, dann überlasse ich die lieber meinen Kollegen Buckles, der steht auf sowas. Und, dieser The Walking Dead Junkie. Oder wie ich es gerne nenne, The Walking Schlecht. Ah, ich muss sagen, wenn man der Serie eine Chance lässt, ist sie ganz okay, aber es ist jetzt nicht ein Must-Have. Ich sag mal so, ich guck's auch hin und wieder sehr gerne. Ich sag nur jetzt in Staffel 6, ne? Schon dämlich von uns beiden da rauszugehen, ne? Ja, machen wir es morgen wieder. Ja. wo hab ich denn zuletzt geguckt? Da, wo sie ihre, wo die Festung da geradet wurde. Ach so, das Gefängnis. Also Staffel 6 ist sehr nice. Oder war es jetzt Staffel 5? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall die letzte Staffel, die jetzt rausgekommen ist, sehr nice gewesen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das war ja bisher die beste The Walking Dead Staffel, die ich gesehen habe. Ja? Ja, weil einfach alles sympathischer rüberkam, weißt du? Und dann vor allen Dingen der neue Gegner oder der Hauptgegner ist John Winchester. Jedenfalls der Schauspieler, der John Winchester spielt. Und dann, der Langhaar oder der Kurzhaar? Nein, nein, der Vater von den beiden. Ah, so. Ne? Und ich mag den Schauspieler, ich mag auch den Schnulzenfilm, mit, den der da gemacht hatte, zufällig verheiratet, weißt du? Weil der hat eine Art an sich, die einfach sympathisch und ehrlich ist. Der Kerl hat es einfach drauf, was das angeht.
Er kann überzeugend seine Rollen spielen, ne? Er kommt zwar hin und wieder ein bisschen weinerlich rüber, aber der ist einfach, ja, liebenswert. Ausrottung der Hölle. Ich habe hier irgendwie sowas. Koop-Modus. Ich habe, glaube ich, irgendwas freigeschaltet oder so. Achievement. Ach so. Ja, weil ich habe drauf geklickt und kam in so ein Menü rein. Ist aber nicht mein erstes, ey. Ich hatte vorher noch nie Achievements, ey. Ganz ehrlich, ich wünschte mir PlayStation und Co. Wenn du hier oben, hier links. Ah, bist voll, dann gib mal aus, der Kadala. Warte mal. Kritischer Schaden, Basis, maximal Last. Geschicklichkeit. Wie werde ich diese Blutsplitter überhaupt los? Was muss ich? Neben dem Monolithen da in der Stadt. So eine alte in so einer Kutte und da kannst du halt versuchen, es ist so Glücksspiel halt, auf Gegenstände, und da machst du am besten das, was du noch nicht Legendary hast, rollst du dort, außer Ringe und Amulette und Waffen. Das rollst du nicht am Anfang, also am besten würde ich dir jetzt raten, Rüstung zu rollen, also Körperschutz. Meinst du hier Handwerker Miriam? Nee, Kadala. Kadala. Also ich zeig's dir. Warte. Kadala, wo ist der? Ich nehme den Monolithen halt. Warte, hier unten. Da kannst du halt deine Schmutzbilder loswerden. Ach, da ist er. Jetzt auf Rüstung und dann Brustschutz. Wolltest du erstmal perma rechts drücken. Rüstung. Kriegst halt auch Legis raus, mit Glück. Was? Das hatte ich dabei? Dem, was ich nur gerade habe, warum funktioniert das gerade mit dem Clan nicht so? Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. 400 Blutsteine, ey. Ja, kannst du alle ausgeben. Kannst du alle ausgeben. Du kriegst auch was. Stiefel, brauche ich Stiefel. Hab ich den seit Freitag gefarmt am Blutsplitter? Ich sag's dir mal, oder? Seit Freitag 15.000 Stück. Okay. Na, Stiefel rollst du jetzt erstmal nicht. Du rollst erstmal Rüstung nur. Achso, weil du hast ja noch keine Legi Rüstung. Also versuchst du erstmal nur Rüstung zu kriegen. Kommt bald wieder. Nee, so keine Legi. Kommt bald wieder. Und jetzt gehst du gleich noch crappen und dann geht's weiter. Bin nicht alle Blutsteine losgeworden. Ja. Oh doch, ich habe hier Legendary Handschuhe bekommen. Aber, ja, schon. Ne, ich habe ja schon da die grünen Handschuhe. So, was habe ich da? Gladiatoren Panzerhandschuhe. Ah, kannst du crappen. Tja. Mal eben den Rest von diesen blöden Steinen aus. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen sicherlich sehr nützlichen Gegenstand gebrauchen. Oh, das gefällt mir. Ah, Legendary, da ist doch eine. Aber der ist nicht besonders gut. Locktuch. Link mir einfach Chat rein. Warte. Chat offen. Komm auf. Ach ja, bin jetzt im... So. Da. Ach, Locktuch. Ja gut, kann man aber erstmal tragen.
bereit? Ist halt nochmal ein Freitod für dich. Kommt bald wieder. Ich hab noch 150. Mal gucken, was ich da noch rausholen kann. Jetzt rollst du dann erstmal noch Armschienen, weil Armschienen hast du ja auch noch keine. Das ist doch nett. Armschienen. Ein Schnäppchen. Ah ja, da liegen ja noch X von diesen Dingern. Ich hab noch mal eine Legendary bekommen. Ja, welche denn? Hotzeller, nee, nimm das Locktuch. Echt? Ja. Wenn du das sagst, dann crap ich dir jetzt. So, dann zurück. Wie heute ein bisschen frisch gegenüber gestern, also ist ein bisschen windiger. Jetzt müsste ich noch mal so ein verfügbaren Dings haben. Oder wie? Da kriegst hier auf Tier 8, kriegst nach jedem Boss kriegst du 120 Blutsplitter. Und wenn er halt noch so ein Blutgoblin kommt, kriegst du halt noch mal 300. Und deine Grenze ist halt bei 500. Später, wenn du halt Solo Crifts gemacht hast, also hier große Nähe von dem Portale, kannst du halt deine Grenze erhöhen von Blutsplittern. Meine ist zurzeit bei 1050, meine ich. Ich hab 55er Rift geschafft. Solo, also kann ich, also die Stufe, die du schaffst, mal 10. Kriegst du halt als Grenze dazu. Okay. 50 schaffst halt 500 Blutsplitter mehr tragen können. Bei 60 seit 600, ne? Lecker. Ja, bei uns sind jetzt gerade Monster im Angebot. Ich habe erstmal für was war das? Ich glaube 20 Euro Monster Energy geholt. Oh, kann man machen. Ja, ich meine, jetzt holen und du hast für mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, je nachdem wie dein Konsum aussieht. Ne? Und oder eben halt einzeln holen und dann eben halt dafür wieder gut 2 Euro auslegen, ne? Kann ich mir sie auch lieber hier aufbewahren und dann sagen, ich trinke jeden zweiten Tag oder so, oder wenn ich Lust drauf hab, ne? Problem ist nur immer, wenn ich welche da hab, anfangs ist mein Konsum nämlich immer extrem hoch. Ja, eben, deswegen kaufe ich mir keine Energy. Ich kaufe normalerweise auch keine Energies, aber nur... ich kaufe mir die nicht auf Vorrat. Egal was es ist auf Vorrat, ich hau das immer instant weg. Auch so wenn ich mir so Essen kaufe oder Puddings oder sonst sowas. Ja, das kann ich auch nicht mit Schokolade, also das... Ach du Scheißviech da. Gönn eigentlich zurück. Ich will eigentlich auch zurück, aber da ist so ein letztes Monster. Und das lässt mich aber nicht.
Jetzt habe ich's platt gehauen. Was habe ich denn hier? Keine Legendaries. Na gut, dann alles weghauen. Millionen schon wieder an Gold, ey. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass Gold hier so eine Irrelevanz ist, ne? Ja, mittlerweile geht's. Die haben da jetzt eine Mechanik eingebaut, wo du den Gold ganz gut verballern kannst. Wenn du große Rifts machst, kannst du den Rift aufwerten und kannst, wenn du ihn schaffst, deinen legendären Edelstein kannst du dann zweimal aufwerten. Ich gar nicht mal so schlechte Möglichkeit, sein Gold loszuwerden. Was? Das hatte so. Gelb, gelb. Oh, grünes. Nö, kriegst du nicht, blöde Kuh. Ich weiß nicht, warum das gerade nichts anzeigt. Was? Das hatte ich dabei? Bis bald. So, ich bin jetzt voll. Auch so gut wie keine Blutsplitter mehr. Erstmal die Armschiene anlegen. Krems Verstärkungsarmschiene. Kann man erstmal tragen, ja. Ja, grün ist immer das Beste. Ja, bei Armschiene nicht. Nur bei Armschienen, ich glaube, ich ist irgendwas mit Jäger heißen die. Da kriegst du weniger Schaden, sobald du einen Skill einsetzt. Okay. Ja, aber du, wenn du hier ein Set trägst, dann, ne? Gut. Dann brauchst du halt auch die Armschiene dazu. Und, was sagst du zu der? Ja, wie gesagt, kann man halt erstmal tragen, bis man die Best in Slot hat, ne? Also die Mut des Jägers oder so, glaube ich, heißt der. Lassen wir noch mal kurz Spiel raus, also Spiel verlassen und dann wieder rein. Eine neue Session starten, damit das mal hier mit dem Clan-Dings da auch nicht funktioniert. Gut. Warten wir mal eben, oder warten mal eben kurz, bis wir wieder reingehen. Also ich gehe jetzt schon mal wieder rein, aber warte mal kurz, weil hier spinnt mein Facebook schon wieder rum. Sagen wir mal, ist mal so. Ich habe nämlich wieder gefühlte 2000 Nachrichten. So Benachrichtigungen so. So, eben kurz mal. Bin mal ganz kurz vom PC weg. Warum läuft hier noch